Ein Schock für alle Apex Legends Mobiles Fans. Apex Legends Mobiles wird eingestellt. Das ist kein Witz. Am 1. Mai war es das mit Apex Legends Mobile. Ich selber habe das Spiel einen Monat lang gespielt, nachdem es released wurde. Ich fand es eigentlich ganz geil, konnte es aber leider aufgrund YouTube hier und sämtlichen anderen Spaß, den ich noch so mit Livestream auf Twitch und so weiter mache und Familie, konnte ich das Spiel nicht weiter verfolgen. Ansonsten hätte es ordentlich Klatsche von meiner Frau gegeben, weil ich sonst nur noch am Handy hänge und nur noch mit Apex und so weiter und so fort. Sei es drum, darum soll es nicht gehen. Es ist aber tatsächlich wahr, Apex Legends wird eingestellt für die mobile Version. Hier der offizielle Tweet von Respawn. Wir haben die Entscheidung getroffen, Apex Legends Mobile einzustellen. Wir sind sicher, dass ihr viele Fragen habt und so weiter und so fort. Wenn ihr auf Twitter ein bisschen danach googelt oder auch allgemein Google Apex Legends Mobile wird eingestellt, könnt ihr hier unter diesem Link schauen, was für Fragen gestellt wurden bisher, Informationen. Tatsächlich scheint es so zu sein für alle, die in dieses Game ein bisschen was reingepayt haben. Hier ist die offizielle Bestätigung, wann es vorbei ist mit Uhrzeit, Tag, 1. Mai 2023 und so weiter. Es scheint tatsächlich so zu sein, und das finde ich eine bodenlose Frechheit, es scheint tatsächlich so zu sein, als würden alle, die da richtig was reingepayt haben, ihr Geld nicht wiederbekommen. Und das finde ich eine absolut heftige Sache. Diese Seite, die ich hier gerade gezeigt habe, die schreibt, dass es keine Erstattungsmöglichkeiten gibt, aber diese Seite wird jetzt demnächst aktualisiert, weil sicherlich noch mehr Fragen aufkommen werden und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich verarsche euch hier nicht, das ist wirklich eine offizielle Geschichte. Ich wollte mich jetzt hier eigentlich an den PC setzen und über Wraith und Caustic für Season 16 reden. Erwartet euch dann im nächsten Video, geht es um einen Buff tatsächlich, da gibt es neue Informationen, und jetzt bin ich hier gerade geschockt, mache den Kasten an und sehe, Apex Legends Mobile wird eingestellt. Heftige Sache, auch wenn ich selber nicht zocke, weiß ich, dass das Spiel viele Fans hat, und damit habe ich nicht gerechnet. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr selber gespielt, wie fandet ihr es, wie geht ihr jetzt wahrscheinlich als vielleicht Mobile-Spieler damit um, obwohl ihr diese mobile Version richtig gefeiert habt. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr darüber denkt, gerade als Stammspieler für die mobile Version. Haut's mal raus. Das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.